Auch die Queen hat Erfahrung mit scheußlichen Geschenken. Zuletzt lag Bundespräsident Gauck daneben. Er schenkte ihr ein Gemälde, das sie als Kind auf einem blauen Pferd zeigt. Eigentlich mag die Queen Pferde, aber... Die Queen scheint irritiert. Prinz Philipp versucht zu vermitteln. Zu spät. Majestätsbeleidigung poltern englische Medien. Also so scheußlich ist es doch gar nicht, oder doch? Immerhin besser als diese Miniflöte. Staatsgeschenke sollen die gegenseitige Wertschätzung zeigen. Oft verlief das Schenken aber einseitig, wie diese belgische Wochenschau von 1955 zeigt. Der frisch gekrönte König Balduin von Belgien lässt sich von seinen Untertanen in der damaligen Kolonie Belgisch-Kongo beschenken. Viel sollte es sein. Und gerne auch mal exotisch. Darum wurden früher auch oft Elefanten verschenkt. Sie stehen für Macht und Stärke. Elefant Simbo hier reiste 1959 Richtung Weißes Haus. War er nach der langen Reise noch Fan des damaligen Präsidenten Eisenhower, genannt Ike? Das darf bezweifelt werden. In Deutschland wurden die Pandabären Bao Bao und Tien Tien zu Berühmtheiten. Helmut Schmidt bekam sie 1979 vom chinesischen Staatspräsidenten geschenkt. Da die rund 100 Kilo schweren Bären als Haustiere ungeeignet sind, stiftete Schmidt sie dem Berliner Zoo. Das Huhn, das Angela Merkel in Liberia bekam, machte keine Gackerkarriere in Deutschland. Es blieb in dem afrikanischen Land. Vermutlich ereilte es ein ähnliches Schicksal wie das Kamel, das François Hollande kürzlich in Mali bekam. Das blieb auch im Geberland und endete im Kochtopf. Malis Präsident entschuldigte sich und schenkte ein zweites Kamel hinterher. Diplomatischen Spürsinn bewies Gerhard Schröder, als er 2004 George W. Bush besuchte. Bush war damals eingeschnappt, weil Deutschland sich nicht am Irakkrieg beteiligte. Gerhard Schröder löste das Problem mit einem echten Männergeschenk, einer Motorsäge. Er wusste wohl, dass es auf Bushs Ranch in Texas immer was zu sägen gibt. Ein anderer echter Mann steht übrigens auf Hundewelpen. Diesen bulgarischen Schäferhund bekam Wladimir Putin bei einem Besuch in Sofia. Auch Putin verschenkt manchmal Hunde, aber noch lieber echte russische Wertarbeit. Das ideale Geschenk unter lupenreinen Demokraten. Hier mit Ägyptens Präsident al-Sisi. Ob er die Kalaschnikow selbst nutzt, ist unbekannt. Deutsche Politiker dürfen ihre Geschenke in der Regel nicht behalten. Und aus diplomatischen Kreisen ist zu hören, dass die Bedeutung des Schenkens abnimmt. Tatsächlich findet die Übergabe oft gar nicht zwischen den beschenkten Staatsmännern und Frauen persönlich statt, sondern zwischen ihren Mitarbeitern. Und von dort wandern die meisten Präsente direkt ins Kellerarchiv, in die Rumpelkammer der Diplomatie. Wenn ihr dieses Video interessant fandet, dann verspreche ich euch, gibt es noch viel mehr interessante Videos auf diesem Kanal. Deswegen kann ich nur eins empfehlen, hier oben abonnieren. Beziehungsweise ich kann noch was empfehlen, nämlich diese beiden Videos. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Schreibt in die Kommentare, welche Themen ihr gerne hören würdet. Bis bald.